Hallo meine Lieben, ja, ihr seht schon ein großes geöffnetes Paket. Ich habe Tauschpost bekommen von meiner lieben Miss Fruchteis. Sie hat ihr Paket schon vor ein paar Tagen bekommen und das Video dazu verlinke ich euch natürlich unten. So, und ich beginne mal mit der Post. Und wie immer gucke ich da zuerst alleine rein, aber eigentlich schreiben sie immer so, dass ich es auch vorlesen kann. Ja, sie schreibt, dass sie sich ganz viel Mühe gegeben hat und dass sie, ja, sie schreibt noch ein paar andere Sachen, die möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich kann dir schon mal sagen, dass du richtig liegst, Mausi. Und ja, genau, ich schaue jetzt auf jeden Fall gleich mal das Paket durch. Ich zeige euch aber nochmal die schöne Karte, da hat sie hier ein Blümchen ausgestanzt und einen Schmetterling und einen schönen Spruch mit viel Liebe innen drin und ja, diesen Stempel hier, den habe ich auch. Also sie hat das jetzt als Aufkleber genommen, aber ich habe den als Stempel und der ist wirklich total süß. Vielen Dank, meine Süße. So, und dann beginne ich mal. Und hier hat sie mir die erwähnten Reste. Ach ja, okay, das sind so Papierreste und ich weiß gar nicht, was sie hier noch alles hat. Sticky Notes und so weiter und so weiter. Und ich glaube, ich werde das einfach mal in Ruhe auspacken und in Ruhe mit euch durchgehen und wem es zu lange dauert, der spult einfach vor. So, also hier haben wir ein paar Sticky Notes, ganz süß mit kleinen Einhörnern. Ich habe da drin gesehen, dass da noch eins in diesem Style ist. Dann haben wir hier ein paar Papierreste. Ja, die kann man ja immer verwenden und ich muss dir sagen, dieses hier gefällt mir am besten. Das sind genau meine Farben und das ist total schön. Ja, ich weiß noch nicht, was ich daraus mache, aber ich werde da auf jeden Fall was draus basteln. Und wie gesagt, aus Pappkarton oder... Ach hier, guck mal, da. Die Seite ist auch schön. Die Seite ist jetzt nicht so meins, aber das hier ist wieder genau meins. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo noch... Nee, alles richtig. Okay. Ja. Das waren einmal die Teile, dann sind hier, sage ich doch, war noch ein Sticky Note drin, auch mit einem Einhorn, auch ganz süß. Und dann haben wir hier anscheinend Stanzteile und einmal mit Kätzchen und Kater und das sind diese 3D-Teile, die man so übereinander legen kann. Ja, die sind auch immer ganz süß, da kann man auch schöne Karten mitmachen. Und hier haben wir als nächstes, ach, hier hatte sie anscheinend auf diesem Rest hier die ganzen Sticky Notes draufgeklebt und die sind wahrscheinlich abgegangen. Ja, und hier ist auch nochmal ein Einhorn, hier ist ein Regenbogen und hier haben wir einen Donut. Ja, und du weißt ja, Maus, dass ich ja, Sticky Notes immer gut gebrauchen kann. Also da kann man nie falsch liegen. So, dann haben wir hier wieder Sticky Notes mit dem Einhorn und hier ist das Teil, was bei dem Stanzteil hier rausgegangen ist. Das hat sich hier anscheinend schon gelöst, das gehört hier dazu. Ja, und da haben wir wieder Einhorn Sticky Notes. Ja, und die, weißt du ja, die kommen immer auf meine Tauschpost und auf alle möglichen Sachen. Das ist auch total süß hier mit dem Herzchen. Sehr, sehr schön, vielen Dank. So, mach mich fertig. Das ist unsere Sache, die wir ausgemacht haben. Oh, hier ist noch ein Sticky Note. Jetzt kommen wir hier überall Sticky Notes entgegen. Die haben wir ausgemacht. Das könnt ihr auch in ihrem Video sehen, dass jeder für den anderen etwas angefangen hat. Und der andere soll es dann jeweils fertig machen. Und da brauche ich nicht lange raten. Das ist ein Album, aber ich mache es ein bisschen später auf. Weil natürlich habe ich noch nicht gesehen, wie das aussieht. Und deswegen... Baby, es gibt Reis. Alles selbst gemacht, bitte zum Schluss öffnen. Okay, es gibt Reis. Okay, dann klebe ich das hier schnell nochmal zu, weil der Kleber ein bisschen aufgegangen war, dass ich da nicht reinluchse. Nur halbe Sachen. Oh, das klingt aber... Hier sind anscheinend so die Röhrchen drin, aber nicht wirklich Röhrchen. Das sind nur so halbe Dinge. Echt schwer. Seht ihr das hier? Da kann man so, die sind hier so rund. Vielleicht hat sie hier irgendwelche Röhrchen mit etwas gefüllt und das übereinander geklebt. Aber hier ist auch noch irgendwas drin. Ich gucke jetzt aber gerade mal, ob hier irgendwas mit
Zahlen oder so ist. Na, du bist ja eine Pflaume. Erst öffnen, nachdem du uns, deinen Zuschauern, einen Witz erzählt hast. Ja, da fällt mir direkt einer ein, aber ob der so jugendfrei ist, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal überlegen, ob ich den nehme. So, und ansonsten ist hier alles, bevor du es öffnest, lass dir ein Wort einfallen, was sich auf Shift reimt. Auf Stift. Auf was? Doch auf Stift, ne? Soll das heißen? Auf Stift? Was reimt sich denn auf Stift? Na, da hast du mir hier ein Päckchen zusammengepackt. Okay, also hier sind überall anscheinend Aufgaben drauf. Bevor du das öffnest, öffne das mit der Hello Kitty. Okay. Gut, jetzt muss ich mich hier erstmal zurechtfinden, ihr Mäuse. Ich glaube, ich mache es heute mal so, sonst packe ich ja immer von hier oben. Ich nehme mal alle Pakete, pack das aus und schnibbel das kurz raus, damit ihr den Kladderadatsch nicht sehen müsst, wie ich das alles hervorkrame. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann die Pakete alle ausgeräumt habe. So, ihr Lieben, ja, ich habe jetzt die ganzen Sachen einmal rausgeholt und das ist echt mega, mega viel. Und überall stehen schöne kleine Sachen drauf, ein paar süße Sprüche. Manchmal muss ich was machen und manchmal kann ich es auch einfach aufmachen. Und ja, sie hat da wirklich so süße Sachen drauf geschrieben und dafür danke ich dir schon mal für die Mühe, die du dir da gemacht hast. Ja, da bin ich ganz von den Socken. So, und hier habe ich ein paar Washi-Tapes von ihr bekommen, die waren jetzt so mit drin. Und dieses hier, mein Schatz, hast du mir schon mal geschickt, aber das macht gar nichts, weil das ist nämlich super kawaii und damit total süß. Das sind so Eistüten und ja, Milchtüten und Tassen und die haben natürlich alle ein süßes Kawaii-Gesicht. Und dann haben wir hier nochmal Eis. Der Sommer kommt bald, hoffe ich. Und hier steht noch Happiness. Genau, Happiness steht da noch drauf. Dann haben wir hier so ein paar kleine und die sind total süß. Guckt euch das an hier mit so Blättchen. Ja, und das ist halt wieder meine Farbe, ne? Kein Wunder, dass ich das gern mag. Und dann haben wir hier so ein hellblaues mit Herzchen drauf. Auch sehr, sehr schön. Hier. Sweet Life Sugar. Okay. Ja, sehr süß. Hat so ein bisschen, ich weiß nicht, so Bayern-Stil, nur in einer anderen Farbe, weil dieses Herz sieht so ein bisschen aus wie eine Brezel, ne? Finde ich zumindest. So, dann haben wir hier noch ein paar Sonnenblümchen. Auch sehr schön. Vor allem ist das auch so ein bisschen durchsichtig. Und das hier ist auch total niedlich. Und zwar mit Schmetterling in Pink und in Rosa. Voll geil. Upsi. Ja, I love you, das kann man auch immer gebrauchen und man hat immer Freunde, denen man das mal mit drauf machen kann und wenn nicht, dann bekommt es der Mann. So, hier haben wir nochmal das mit dem Eis und auch wieder mit Happiness, nur nicht in Blau, sondern in Rosa. Hier ist eins, hey you, was? Invited, okay, so gut ist mein Englisch jetzt glaube ich doch nicht. Da weiß ich gerade nicht, was es heißt, aber kein Problem, das google ich. Mit lauter kleinen Erdbeerchen und Grün, auch ganz süß gehalten. Und dann haben wir hier, I want this, das ist cool, best wishes with love, also anscheinend stehen hier verschiedene Sachen drauf und die Farbe ist der Volltreffer. Die ist mega, mega schön. Ja, aber du weißt ja auch so langsam, was so meine Farben sind. So, also, ich habe hier eins gefunden, wo eine Hello Kitty drauf ist und dazu ist ein Päckchen, das ich erst öffnen darf, wenn ich die Hello Kitty gefunden habe. Also kommt das erstmal hier hin. Dieses hier darf ich erst öffnen, wenn ich schon 5 andere Pakete geöffnet habe. Deswegen packe ich das hier auch nochmal an die Seite. Dann mache ich, glaube ich, als erstes das hier auf, weil hier steht, du sorgst dafür, dass ich mich immer schön waschen kann. Das heißt, sie hat mir hier mit Sicherheit auch irgendwas, Duschgel, Shampoo, was auch immer, eingepackt. Also hier ist ein Badesalz, das fühle ich schon mal. Und das hier könnte auch so ein Shampoo sein, was ich ihr immer schenke, mit den süßen Sprüchen drauf. Und ich guck mal rein. Ups, hey. Gut verpackt ist es auf jeden Fall.
gucken wir erstmal, das Badesalz. Tiefe Entspannung. Ah, das klingt genau nach dem, was ich brauche. Ach, und guckt mal, das sind so Badeperlen. Das ist gar kein Salz, sondern da sind so kleine Perlen drin. Anscheinend mit Vanille und Orchidee. Ja, und riecht auch total schön. Ja, das werde ich mir heute oder morgen gleich gönnen. Vielen Dank, mein Schatz. Und ich wusste es, sie hat mir auch, und das ist total geil, weil ich sag dir jetzt mal was. Ich finde immer, dass die so gut riechen und ich finde die Sprüche immer so toll. Und ich kaufe die immer nur für dich. Ich habe noch nie eins selbst behalten und für mich mal ausprobiert. Und deswegen bin ich jetzt echt froh. Und gerade Apple Pie, das klingt immer so lecker, dass ich immer denke so, oh, eigentlich müsste es ja für dich auch nochmal... Nein, komm. Nachher steht es rum, dann probierst du es nicht. Und jetzt habe ich eins. Und es ist eine Duschcreme. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich bin leider nicht so gut mit flüssigem Lesen. Wenn ihr gesehen hättet, wie oft ich bei den Adventskalendern-Videos nochmal anfangen musste und das zurechtgeschnippelt habe, dann hättet ihr euch wahrscheinlich kaputt gelacht. Wie früher in unserer kuscheligen Küche, wenn die Sonne über Tisch und Stühle sprang, als wäre die ganze Welt in süßen Himmelsapfelkuchen eingehüllt. Oh, das klingt doch schon mega, oder? So, mal riechen. Ja, es riecht auch total lecker. Also, ja, vielen Dank, Süße. Da freue ich mich echt drüber. So, brauchst du alles? Hier sind viele abgepackte Kleinigkeiten drin. Was das hier alles sein soll, weiß ich nicht. Auch nicht. Das hier scheint wie so ein Döschen zu sein. Oh, das könnte Fimo sein, weil es gibt so ein bisschen nah, obwohl, nee, eigentlich. Nee. Bevor ich jetzt irgendwas kaputt drücke, mache ich es lieber auf. Ich bin sowieso total schlecht im Raten. Aber so ganz ohne ist ja auch unspannend, ne? Also ein bisschen versuchen zu raten. Okay, so, was haben wir hier? Ja, da lag ich ja schon mal komplett daneben. Also hier sind schon mal ein paar Charms. Hier ist ein Einhornanhänger. Ja, sehr süß. Das kommt natürlich an meine heilige Wand. Und was haben wir hier? Sommerbreeze, Hygiene-Handgel. Oh, du weißt nicht, wie dolle ich dieses Zeug liebe. Es gab eine Zeit... Da bin ich ohne das Zeug, wenn das nicht in meiner Handtasche war, gar nicht aus dem Haus gegangen. Also ich habe es mir Gott sei Dank wieder ein bisschen abgewöhnt. Aber ich liebe Desinfektionsmittel. Vor allem, ist ja, wenn man ins Krankenhaus kommt. Ne? Eigentlich, wer geht schon gerne ins Krankenhaus? Das mag ja eigentlich niemand und auch der Duft da ist nicht schön. Aber die haben ja immer diese Teile überall rumstehen, wo man die Hände desinfizieren kann. Ich liebe es. Und? Mal gucken. Ich glaube, ich muss das noch irgendwie aufschrauben. Ja, genau. Da muss ich noch was abfummeln, sonst kommt es nicht raus. Ob ich das jetzt hinkriege hier mit den Nägeln. Ach, da nehme ich mir einfach mal eine Hilfe. Zack. Bevor wir jetzt hier 3 Stunden dran rumfummeln. Ja, jetzt riecht es auch. Ich habe mich auch gerade schon gewundert, warum das gar nicht riecht. Und das kann man hier auch noch so cool aufhängen. Also das kann ich mir hier an meine Lampe hängen. Und dann habe ich das immer hier bei mir. Und kann mir dann immer zwischendurch mal die Hände desinfizieren. Das ist super. Ich kann es auch noch für was anderes wahrscheinlich benutzen. Ja, vielleicht könnte ich es mir auch ins Badezimmer hängen. Aber ich glaube, ich lasse es hier hängen. Oh, riecht total lecker. Riecht nicht nur nach Desinfektionsmittel, sondern auch so ein bisschen... Fruchtig, beerig, ah, steht ja auch drauf, ne? Wer lesen kann. Sommerbeere. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, und dann gucke ich mir die Charms an, die du mir hier alle mit reingetan hast. Ja, ihr Lieben, ich lasse mir heute mit Absicht mal ein bisschen Zeit. Ich versuche mich mal ein bisschen zu bremsen. So, und hier haben wir so einen schönen Fisch. Ein paar
tolle Schmetterlinge. Und ich habe Elefanten zurückgekriegt, aber nicht die, die ich habe, sondern andere. Und das finde ich super. Von den Fischen noch ein paar mehr. Die sind auch ganz cool. Und hier ist noch ein anderer Schmetterling. Und auf der anderen Seite steht hier Create for you, also für dich gemacht. Sehr schön. Oder für dich entworfen, wie auch immer. So, hier haben wir so ein Bärchen. Und den hast du mir, glaube ich, schon mal geschickt. Den habe ich irgendwo. Dann haben wir hier, was soll das sein? Soll das ein Salamander sein? Oder das kann ich nicht genau erkennen, aber ich würde sagen, das ist ein Salamander. Hier ist nochmal das Bärchen. Hier haben wir einen Delfin. Noch einen anderen Elefanten. Wieder der kleine hier. Eine Libelle. Noch eine. Noch einen Elefanten in Gold. Das ist sehr schön, weil ich habe nämlich nicht so viele goldene Sachen immer. Ich kaufe irgendwie immer Silber, ich weiß auch nicht warum. So, und den hier, den hast du mir auch schon mal geschickt und das ist super, weil ich habe für eine Freundin eine Kette gemacht, da war der dran. Und dann sagte die andere Freundin, der ist aber schön, so eine möchte ich auch. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ich habe diesen Schmetterling nicht mehr, sonst würde ich dir die machen und jetzt kann ich sie damit überraschen. Ja, voll cool, vielen Dank, meine Süße, die sind alle sehr, sehr schön und wandern auch gleich wieder in ihre Tüte. So, dann mache ich weiter mit gemischt. Ich kann das auch noch mal ein bisschen. Oh, das könnte hier so ein Teil zum Kneten sein, so ein Weichtier. Und das andere ist für mich unmöglich zu erraten. Ich habe keinen Plan. Wer weiß, wie viele Tauschpäckchen ich noch machen muss, bis ich es errate. Ui, das ist aber süß. Guck mal. Ein Ich-liebe-dich-Herz. Das kommt hier... Oh, das macht, glaube ich, auch noch was. Da ist irgendwas drin. Ist das ein Magnet vielleicht? Wartet mal, das muss ich ausprobieren. Ja, wie cool ist das denn? Das ist ein Magnet. Der ist hier hinten in diesem Herz drin. Das ist richtig cool. Da kommt gleich mal einer von meinen Resin-Magneten, die ich hier in meiner Halterung habe, nach hinten. Und dann kommt das Herz hier hin und das guckt mich dann immer an. Ja, bald ist mein ganzer Schreibtisch hier voll mit Sachen von dir. Dann haben wir eine super gute Handcreme. Wer wirklich Probleme hat mit trockener Haut, dem empfehle ich das. Die ist echt total gut, diese Creme. Die kostet zwar ein bisschen mehr, aber die ist wirklich sehr ergiebig. Man braucht nicht viel davon und ja, die ist wirklich mega gegen trockene Haut. Vielen Dank, mein Schatz. Dann haben wir hier ein Eulenhandtuch. Diese Handtücher, die man ins Wasser legt und dann werden sie groß. Auch dafür vielen Dank. Eulchen hatte ich noch nicht. Und dann geht es weiter mit Eulensticker. Einmal solche neonfarbigen. Und diese hier, eine davon, habe ich auf einem Paket gehabt von deinem Adventskalender. Und hier haben wir noch ein paar andere Eulchen mit Glütze. Und hier ein Anhänger, der mir Glück bringen soll. Ja, auch sehr schön, vielen Dank. Und ist da so ein richtiges Klebeband drin eingeschweißt? Nee, das ist doch nicht echt, oder? Nein, das ist nicht echt. Und es geht weiter mit Sticky Notes. Ha, sehr cool von Totoro, die Katze. So sieht das zumindest ein bisschen aus. Dadurch, dass es hier aussieht, als wenn da halt was einsteigen könnte, wie der Bus von Totoro. Sehr süß. Und ein Entchen, das mir etwas vorsingt. Ja, sehr schön. Wie gesagt, Sticky Notes kann ich nie genug haben. So, oh, ich habe hier in dem Paket noch was vergessen. Da wollte ich das gerade an die Seite packen und da habe ich selbstgegossene Gummibärchen aus Resin beinahe übersehen. Ja, gut, dass ich dieses Päckchen hier nur an die Seite gelegt hatte. Ja, die hat sie garantiert selbst gegossen. Auch sehr süß. Vielen Dank. So. Wenn alles Punkt, Punkt, Punkt scheint oder ist.
Momentan gerade nicht. Soll ich mir das aufheben, wenn das irgendwann der Fall ist? Nein, ich werde es natürlich aufmachen, damit ihr es auch seht, aber ich mache es ein bisschen später auf. Er ist so cool wie wir und das ist hundertprozentig ein Duschgel oder eine Lotion oder irgendwas. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr da auch so ein cooles Faultier oder so irgendwas drauf habt. Da gucke ich mal. Ups, ich klebe hier an meinen Nagel hin. Ja, genau. Ach nee, es ist der Waschbär. Genau. Und den habe ich auch gesehen und da hatte ich echt überlegt, ohne Witz jetzt, ob ich den nehme für dich oder die Katze. Und da habe ich gedacht, nein, sie mag Katzen, lieber nimm die Katze. Aber das hatte ich auch in der Hand. Ich habe aber nicht dran geschnuppert. Ja, und es riecht total fruchtig, sehr lecker und ist auch wieder Beeren-Smoothie. Und genauso riecht es auch, wirklich wie Beeren-Smoothie, als wenn ich mir gerade im Thermomix einen frischen Smoothie gemacht hätte. So, ja, und die Teile von Balea, muss ich sagen, ist eine sehr günstige Firma, aber erstens lassen die sich mit dem Design immer richtig was einfallen und zweitens finde ich die Sachen, die riechen gut, meine Haut verträgt sie gut und ja, ich mag die Sachen einfach und deswegen verschenke ich sie auch gerne weiter. Vielen Dank, meine Liebe, das wird dann getestet auf jeden Fall. So, eine schöne Beschäftigung, haha, da willst du mich doch aber ärgern jetzt. Was kann das denn sein? Oh je, das ist bestimmt irgend so ein Spiel, was man machen muss, wo ich überhaupt kein Talent für habe. Ich habe nämlich in einer Tauschpost auch, das war glaube ich von Manuela hieß sie glaube ich, mit ihr hatte ich ein Tauschpäckchen gemacht und sie hatte ganz, ganz, ganz viele Päckchen und wir hatten nicht so wirklich, also sie hat mir nicht so wirklich Sachen geschenkt zum Basteln, sondern so alle möglichen Sachen einfach. Und da war ein Spielzeug dabei, so ein Stab, oben gelb, unten schwarz und da ist einmal so eine Rille in diesem gelben Teil und in dem schwarzen, also es sind quasi zwei Teile, die aufeinander gesteckt sind. Und das Schwarze, was innen drin ist, da ist nur so ein kleiner Huckel und bei dem Gelben ist eben ein Loch vorne und dann muss man das durch so eine Führung bringen. Alle meine Freunde, ich inklusive, mein Mann, wir sind alle dran verzweifelt und niemand hat das Ding bisher gelöst. Ich weiß nicht, ob es kaputt ist, aber wir haben es einfach nicht hingekriegt. Und wir haben wirklich mit vielen Leuten probiert und da war der Ehrgeiz echt geweckt. Am Ende mussten wir den Timer anmachen. Jeder durfte nur 2 Minuten mit diesem Ding probieren und dann war der nächste dran, weil sonst hätte einer eine Stunde dran gesessen und die anderen wären nicht rangekommen. Also das hat uns den ganzen Abend gefüllt. So. Black.de. Und das Ding habe ich auch bei Black.de gesehen und hatte das auch in der Hand und habe überlegt und habe gedacht, nö, das ist gemein, das machst du nicht. Aber witzig finde ich das total. Also ich finde das überhaupt nicht gemein, ich finde es total lustig und finde es cool, dass du das jetzt mir geschickt hast, weil ja, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, mit so einem Spaß kann sie umgehen und dann kriegst du beim nächsten Mal auch was Witziges. Da halte ich mich dann nicht zurück. Ja, das sind übrigens Radiergummi und Anspitzer, falls ihr das nicht gelesen habt. Total cool. Und hier haben wir noch eine Dresdner Essenz für die Abwehrkräfte mit Thymian und Honig. Riecht leider überhaupt nicht durch, aber ist bestimmt lecker und Dresdner Essenz ist einfach super gut. Achso, hier. Ja, hier riecht es ein bisschen durch. Ja, und es riecht tatsächlich auch so ein bisschen kräutermäßig, also so ein bisschen medizinisch eher. Aber sehr, sehr gut. Okay. Lass dir ein Wort einfallen, was sich auf Stifte reimt. Ich habe keine Ahnung. Achtung, Kawaii, Overload, Danger. Öffnen auf eigene Gefahr und wenn möglich, was? Rausziehen. Einzeln rausziehen. Okay, dann mache ich das. Was für ein Wort reimt sich auf Stift? Fällt euch eins ein? So, ich nehme auch mal weiter mit halben Sachen. Und da hatte ich, das hatte ich ganz am Anfang in der Hand. Das sind hier irgendwelche so Röhrchen. Und ich kann mir vorstellen, dass das sind nur so halbe.
Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich mach's auf. Okay, wir haben hier sowas wie eine ganz fette Grinsekatze, aber die ist ja mal mega fett, also so ein Lächeln. So, und dann haben wir noch eine aus Resin gegossene Pistole, falls ich mich mal verteidigen muss. Jawohl. Ja, die ist cool. Und ja, die kommt dann zu deinen anderen Teil, was du mir gemacht hast, und dann klebt bald mein ganzes Schreibtischoberteil voll mit Teilen von dir. Dankeschön, meine Süße. Hier haben wir Aufkleber mit Engeln und die werde ich verwenden für eine Karte für eine Freundin. Und wenn ich das richtig sehe, kann man die sogar auch hier als 3D benutzen. Genau, hier. 3D Peel Off. Ja, cool. Sehr schön. Ui, die sind toll. Aber erstmal hier. Hier haben wir noch ein paar Sticker. Und diese Eulen, die sind ja wohl mal richtig geil. Schielende Eulen. Also sowas ist total klasse, ne? Und auch die anderen sind aber sehr, sehr schön. Und das sind so, ja, wie Moosgummi. Sind die Aufkleber. Ja, und die sind sehr, sehr süß. Vielen Dank, meine Liebe. Aber die sind natürlich der absolute Burner, ne? Und was haben wir hier? Hier haben wir eine Dose. Eine Dose ist immer sehr praktisch. So, und dann haben wir hier Knöpfe. Und zwar diese, die man sich so an diese Armbänder und so machen kann. Hier habe ich ein paar Teile für Mixed Media. Und zwar Sternchen und Herzen. Lauter Sternchen in verschiedenen Farben. Und die sehen immer aus, als wenn da so Perlen aneinandergereiht wären. Hat ein bisschen was von diesen, was ich letztens beim Action mir geholt habe. Oder das ist bestimmt sogar aus dem gleichen gemacht, nur halt kleiner. Und da gibt es doch diese Perlen, die man mit Wasser besprühen kann und dann kleben die so aneinander. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das so eine Technik ist. Aber vielleicht wird es auch einfach nur gegossen, weiß ich nicht. Aber jetzt ist mir ein Herzchen da reingerutscht. Ja, die werde ich mir sortieren, dass die Herzchen nur mit den Herzchen sind und die Sternchen nur mit den Sternchen, aber natürlich nicht jetzt. Und hier sind auch noch so total schöne Pastellfarben drin. Ja, sehr süß, die kann ich auf jeden Fall gut verwenden, um die mit an meine Resin-Teile zu hängen, als Kleinigkeit oder, ja, dafür kann ich mir die sehr gut vorstellen. Dann haben wir hier total schöne glänzende Perlen, nicht runterfallen. Und auch so viele davon. Süße Mensch. Die sind echt toll, aber da hättest du mir doch nicht so viele von schicken brauchen. Die kannst du doch bestimmt selber auch gut gebrauchen. Das ist doch auch so deine Farben, wenn ich das richtig erkenne. So Regenbogen. Und hier sind wunderschöne kleine Breads drin. In so ein bisschen Oldschool. Finde ich auch cool. Sehr schön. Ich glaube, das wiederholt sich jetzt auch so ein bisschen. Ich hole die nicht alle raus. Und hier auch nochmal so kleine Anhänger, die man auch noch irgendwo mit dran machen kann, als kleines Goodie. Auch ganz süß. Und die Box ist natürlich cool, weil solche Sachen kann man immer gebrauchen, so eine Sortiergeschichte, ne? Und die ist auch so schön gebogen, da kann man das mit den Fingern so schön rausholen. Deswegen auch hier dieses Gewölbte, wo ich erst gedacht habe, das wären irgendwelche Röhrchen. Vielen, vielen Dank. So, und so langsam komme ich zu den Sachen, wo ich was machen muss, ne? So, kein Ferrero-Küsschen, aber du kannst dich von mir lieb geknuddelt fühlen. Okay, dann nehme ich mir gerade mal meinen Cutter zur Hilfe. Mach das auf. Hui, wie cool ist das denn? Glitzer, holographisches Glitzer. Boah, verrückt, eine ganze Packung. Das ist ja mega cool von Dokraft. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ja, ich liebe dieses glitzernde Zeug und ja, kann ja jeder gebrauchen, ne?
Dann haben wir hier kleine Strassperlen in Strassteilchen in kleinen, in verschiedenen Größen. Klein und noch kleiner. Nein, also sehr schön. In Lila, auch eine tolle Farbe. Vielen Dank, meine Süße. Und die sind auch zuckersüß. Sehen total schön aus. Sind mit Sicherheit auch von Dookwafts. Ne? Nee, sind sie nicht. Okay, aber trotzdem total süß. Ja, und hier kommen noch viel mehr. Hier sind welche in Rot, in Grün. Und ich glaube, das sind immer so zwei. Okay, und das sind, glaube ich, so immer zwei Farben. Und jetzt muss ich euch das zeigen. Guckt euch die mal an. Holographisch. Und hier sind so mega viele drin in der Tüte. Da komme ich voll lange mit hin. Boah, das ist wieder so ein Ding. Oh, das will man nicht benutzen, ne? Dann hat man es zu Hause und denkt sich, oh, das ist so schön. Und oh, ja, okay, also ich werde die wahrscheinlich bis sie hier alle sind, benutzen. Und dann werde ich denken, oh nein, ich habe fast keine mehr. Und dann werde ich die wahrscheinlich nicht mehr benutzen wollen. Und die restlichen werde ich mir dann irgendwann werde ich sie dann doch verbasteln. Aber da tut man sich dann schwer mit, ne? Die sind mega, 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 mega. Dann haben wir hier so eine ganz bunt gemischte Tüte mit rotem Streu. Und da hatte ich sie gefragt, ob sie mir was von abfüllen kann, weil ich von diesen Sachen nicht so viele habe. Und die halt immer gut gebrauchen kann für meine Schüttelkarten. Und jetzt habe ich hier wieder ganz viele Herzchen. Und dann haben wir hier noch mehr kleine Steinchen. Wieder zum Verzieren von meinen Resin-Teilen. Und die sind alle in so tollen Pastelltönen. Auch total schön. Vielen, vielen Dank. Und die hier sind auch der Burner. Im Prinzip das gleiche nochmal wie diese hier. Nur, dass die eben in Weiß sind und die in Silber. Ja, total schön. Vielen, vielen Dank. Aber wir lieben ja beide dieses Holographische. Und genau hier hat sie mir diese kleinen süßen Schleifen abgegeben. Die fand ich so süß, als sie die in ihrer Roomtour gezeigt hat. Und da gesagt hat, dass sie da so viele von hat. Ich fand die einfach so niedlich, so süße kleine Schleifchen, die sind einfach mega. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mir von deinen heiligen Schätzen was abgibst. Und hier haben wir nochmal Halbperlen, auch wieder in diesen schönen Pastellfarben. Nur eben diesmal nicht als Steine, sondern, oder als, die sehen ja ein bisschen aus wie Diamanten und das sind halt Halbperlen. Auch mega schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ich packe die erstmal alle wieder hier rein. Die sind mega schön und das Glitzer ist natürlich der absolute Hammer, aber das weißt du ja. So. Mir ist immer noch kein Wort eingefallen, was sich auf Stift reimt. Ich google gleich. Ohne Witz. So, ich hoffe, es ist gut und schmeckt. Oha. Ah, wie cool. Das ist für meine Hasis Leckerchen und für meinen Wuffi. Und den habe ich heute mit Absicht mal draußen gelassen, damit er mir hier nicht die ganze Zeit die Ohren voll heult. Ja, und da werden die sich auf jeden Fall mega drüber freuen. Und Vitakraft ist auch total cool. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Also jeden Tag nur ein bisschen, weil ihr wisst, in solchen Leckerlis ist unheimlich viel Zucker und das vertragen die Tiere eigentlich nicht so gut. Aber ich sehe auch, dass hier bei Vitakraft achten sie auch, glaube ich, sehr darauf. Hier, guck mal. Genau, zuckerfrei. Genau. Und auch hier zuckerfrei, perfekt. Sehr gut eingekauft. Und auch hier ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und so weiter. Also, ja, so, du passt sowieso immer so mega... Ja, wie sagt man das immer so, du bist so mega aufmerksam, wenn du meine Videos guckst, wenn wir uns dann manchmal unterhalten und miteinander schreiben oder miteinander telefonieren. Und dann höre ich immer in deinen Aussagen, dass du so genau meine Videos guckst und dir alles so gut merken kannst. Finde ich voll krass. Ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Da werden sich meine Tiere definitiv drüber freuen und die werden nachher auch gleich was davon bekommen. Ich lege es hier wieder fest. Zurück.
So, ich möchte Kawaii noch nicht aufmachen. Achso, ich darf das öffnen, wenn ich mindestens 5 Sachen geöffnet habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darf ich. Dann darf ich es aufmachen. Ja, ich komme jetzt echt langsam in Schwierigkeiten, ne? Wenn ich, was stand denn hier überhaupt drauf? Viel Spaß, erst öffnen, wenn du, ja. Oha, ja, das ist doch wieder sowas. Das ist so ein schönes Spiel. Kennt ihr das noch aus der Schule, dass man die Kugel dahin bringen muss? Ach, und hier kann man am Anfang das auch noch drehen. Ach, das geht nur in die Richtung. Okay, und dann geht's los und dann muss man versuchen. Aha. Ach du grüne Neune, das ist auch noch beidseitig. Ich raste aus. Guckt euch das an, das Ding geht auch noch. Also nicht nur hier über diese Geschichte, sondern man hat in der Mitte, wie creepy ist das denn? Also das kriegt gleich mein Mann zum Ausprobieren. Vor allem, weil ich es auch nicht so gut gedreht kriege, ich brauche dafür einen Schraubenzieher. Das ist der Nachteil von den Kunstnägeln, ne? Man kriegt viele Sachen nicht mehr so hin, die man sonst mit den normalen Nägeln hinkriegt. Okay, also total creepy. Ihr habt oben eine Seite. Hier an diesen Seiten hat man auch überall dieses Teil, wo man den Ball drüber fahren lassen muss. Und unten drunter auch nochmal. Alter Schwede. Und wo ist denn dann das Ziel? Man soll auf die andere Seite wahrscheinlich, ne? Ja, man muss die so stellen. Genau, Start und Ziel. Ach du grüne Kacke. Ja, das kann ja lustig werden. Ja, wie gesagt, das bekommt gleich erstmal mein Mann. Der darf sich da gleich erstmal mit, oder was? Na, nee, da bin ich wieder in der Sackgasse. Ja, egal, damit, das muss ich schnell zur Seite legen, weil sonst bin ich damit jetzt das ganze Video über beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Leute seid, die sich mit sowas stundenlang beschäftigen können. Vielen Dank, da kann mein Mann sich gleich drüber ärgern. So, okay, ihr Süßen. Wenn alles Punkt, Punkt, Punkt ist. Nee, ist es gerade überhaupt nicht. Mann. Mit was mache ich weiter? Ich mache weiter mit, wenn alles Punkt, Punkt, Punkt ist. Ist es ja heute nicht, aber irgendwann ist es bestimmt mal. So. Könnte das sein? Okay, dann wird es noch beschissener. Nein, dann habe ich ein Radiergummi, ein Kack-Radiergummi, mit dem ich die Kacke wegradieren kann. Ja, mega lustig. Du weißt ja, dass ich sowas total lustig finde. Ich habe ja hier auch meinen Wackelkackhaufen, der manchmal leider nicht mehr so viel wackelt. Voll cool, vielen Dank. Damit werde ich irgendwen ärgern, weil der sieht, wenn man nicht so genau hinguckt und wenn man ihn richtig positioniert, sieht er ganz schön echt aus. Damit werde ich irgendwen ärgern. Ja, so bin ich. Okay, womit machen wir weiter? Ich würde sagen, ich packe die Hello Kitty aus und dann darf ich das nämlich auspacken. Mache ich mir nachher noch ab. Hier haben wir einen Zipperbeutel und der ist schön zugeklebt mit meinem Totoro. Und diesen Zipperbeutel werde ich auch noch woanders gebrauchen können, meine Lieben. Uiuiui, da kommt ja was raus. So, da ist noch was drin. Und zwar Disney Sticker von Mickey Maus. Oi, guck mal, wie süß die Bibi Plutus. Und mit einem Happy Birthday. Und hier eine Party. Ja, total cool. Richtig cool für eine Kindergeburtstagskarte. Richtig cool. Und auch das hier passt. Entschuldigung. Auch das passt da super dazu. Ja, da werde ich bestimmt 2 oder 3 Geburtstagskarten draus basteln. Sehr, sehr süß. Vielen Dank. Und hier haben wir Streumaterial.
Und zwar hier einmal diese Perlen, das hattest du ja schon angekündigt in deinem Video, dass ich die bekomme. Und das ist richtig cool, weil ich habe nämlich auch ein bisschen Angst. Also ich habe nicht Angst, dass die schlecht werden. Ich weiß, dass die sich halten, aber ich habe Angst, dass die sich zu dolle auflösen. Weil als ich die lackiert habe, den einen, den du bekommen hast, den habe ich ja lackiert. Und dann habe ich später gesehen, shit, die Farbe von den Dingern löst sich ein bisschen ab durch das Lackieren. Und das passiert mit denen dann natürlich nicht mehr. Und dafür werde ich die auch verwenden. Vielen Dank. Hier haben wir einen kleinen Button mit einem Smiley. Und hier haben wir so eine Girlande mit Herzen. Und die werde ich an eine Freundin weitergeben, weil ihr Sohn demnächst heiratet. Und da kann sie ihm was Schönes draus machen. So, und hier haben wir erstmal Tüten mit Streusachen. Und hier sind so wie Kristallsplitter, die ich sehr wahrscheinlich auch irgendwo aufkleben kann. Und auch richtig cool, habe ich noch nicht gesehen, habe ich auch noch nicht. Ja, sehr schön, in einem blassen Lila, ein toller Farbton. Vielen Dank. Und dann, wie gesagt, hier zwei Tüten komplett voll mit Streudeko. Einmal in so einem tollen Lila und in so einem ganz tollen Blau-Petrol. Also es ist nicht richtig türkis, aber auch nicht richtig blau. Aber es ist ein ganz, ganz toller Farbton. Sehr cool, vielen Dank. Und so viel wieder. Und hier haben wir von Hobby Fun zwei Schmuckteile, die ich dann womit dran machen kann. Also wie Perlen quasi, nur halt hinten kann man auch so und so dran machen. Ja, sehr süß. Vielen Dank. Da kann man sich, glaube ich, ganz cool Ohrringe von machen. Hier haben wir ein kleines Tierchen. Was kann der? Was macht der? Ich glaube, der macht nichts. Ich glaube, das ist einfach nur ein Plastiktier. Ja, es ist jetzt kein Radiergummi oder so. Also müsste ich ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es ein Radiergummi ist. Ein kleines Monsterchen, was mich hier dann angrinst. So, dann haben wir hier noch ein paar Engelsflügel und hier sind auch noch andere Sachen drin. Ich gucke gerade mal. Ich sehe gerade etwas von 2018. Das ist ganz cool für Alben zum Draufkleben, finde ich das cool. So, hier zwei Teile für meine Cabochons. Ich hoffe, meine passen da drauf. Und dann haben wir hier zweimal so ein 2018, nee, sogar dreimal. Ja, und das finde ich cool für Alben oder so, Fotoalben. Kann man das gut mit dranhängen und dann hat man eben eins für 2018. Kann man auch noch am Jahresende dann zum Beispiel benutzen. Wenn man dann die ganzen Fotos von 2018 einkleben möchte und dann hat man die schön mit dem, ja, mit der Jahreszahl beschriftet. So, und hier wieder ein paar ihrer heiligen Engelsflügel. Vielen Dank, meine Liebe. Und ich glaube, diesen Farbton habe ich auch noch nicht so wirklich. Die kommen mit in die gemischte Tüte, die ich ja schon von dir habe, die jetzt hier auch in meinem Regalchen ist. Ja, da passen noch ein paar rein. Die kommen damit nachher dazu. Vielen Dank. Und auch hier haben wir noch ein bisschen Streudeko, Herzchen, Sterne, Schmetterlinge, so diese typischen Sachen. Blümchen sind hier aber auch noch mit drin. Und eben auch die meisten holographisch, nicht alles. Aber das meiste ist so holographisch. Und ja, einfach mega schön. Vielen Dank. Lässt mir nichts. Die Verpackung. So. Und dann darf ich das Päckchen aufmachen, wo die Hello Kitty drin war. Und was haben wir denn hier? Hier haben wir, oh cool, Resin-Teile zum Gießen. Und zwar haben wir hier zwei Entchen. Die sind ja total lustig. Und dann haben wir, ach, das ist cool, das hattest du mir auch gezeigt, glaube ich. Habe ich dir gesagt, dass ich das gerne hätte? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das gesehen in deiner Roomtour. Du gedacht, ach, die sind cool. Und hätte aber auch nicht gedacht, dass du die abgeben willst, weil ich hatte, glaube ich, gesehen, dass du die nur einmal hast, oder?
egal, auf jeden Fall sind die mega schön. Das sind halt einfach nur die Smileys zum Herzgießen oder ja, zum Kuchenbacken, je nachdem, wofür man sie benutzen möchte. Aber ich glaube, ich werde die benutzen, um Röhrchen zu gießen. Obwohl, so kleine Mini-Küchlein könnte ich mir damit auch cool vorstellen. Muss ich mal gucken, überlege ich mir. Muss ich natürlich vorher überlegen, weil wenn wir einmal Resin damit gemacht haben, dann ist es vorbei, dann gehen keine Lebensmittel mehr rein. Umgekehrt geht das schon. Vielleicht probiere ich das einfach einmal aus mit Küchlein machen und danach packe ich die dann zum Resin, falls mir die Küchlein nicht so gefallen haben. Vielen Dank, richtig cool. So, etwas, was sich auf Stift reimt. Oh, ich hatte sich noch was verirrt. Eine kleine Holzerdbeere, auch sehr, sehr süß, vielen Dank. Und ich würde sagen, auf Stift reimt sich fast nichts, außer vielleicht Trist oder Stift, Trist, ja, Stift, Trist. Ich hoffe, du lässt das gelten, weil mir fällt sonst echt nichts ein, was sich auf Stift reimt. Zumindest so ungefähr. Pfifft, pfifft, tifft, gibt's nichts. Also trifft, trifft, würde ich sagen. Ich hoffe, du lässt das gelten. Ja. Boah, cool. Und zwar sind hier Sachen drin, die ich mir von ihr gewünscht habe, zumindest diese Stifte und die Stempel. Voll cool. Und zwar habe ich, ihr wisst ja, dass ich mit den Twin Markern total gerne koloriere. Und das ist ein Farbset, was ich noch nie bei Action gesehen habe. Und Brauntöne sind immer super, um Tiere zu kolorieren und das liebe ich ja. Und jetzt habe ich hier noch ein paar mehr Brauntöne, womit ich meine Tierchen kolorieren kann. Total super. Freue ich mich mega drüber, auch wenn ich es schon wusste. Vielen Dank. Und hier habe ich ein Stempelset von ihr bekommen und für das hatte ich mich angemeldet, falls niemand anders das haben möchte, dass ich das wohl gerne nehmen würde, weil sie das doppelt hatte. Und auch dafür vielen, vielen Dank, weil das ist richtig süß. Und dann haben wir hier Tattoos. Das ist auch richtig cool. Die kann man einfach ausschneiden mit Wasser und dann so auf die Haut kleben. Und mit Gold ist natürlich echt cool. Und ja, ich habe ein paar echte Tattoos und deswegen finde ich es dann auch nicht so schlimm, mir ein, zwei solche Sachen mal so zum Joke, um vielleicht Freunde zu ärgern, zu zeigen, guck mal, was ich mir habe, habe ich neu oder so. Dann werden die sagen, wie, wieder ein Tattoo? Und dann sehen sie, dass es gar nicht echt ist. Ja, nee, aber mit Gold richtig cool, vielen Dank. Und hier haben wir einen solchen Stanzbogen, der ist vom Action. Und da sind auch coole Sachen drin. Den habe ich beim Action mal gesehen. Und da kann man hier so Karten quasi draus machen. Das sind immer schon so vorgefertigt. So, ich hoffe, dass ihr meinen Hund da unten nicht hört. So. Dann haben wir noch diese Sachen hier alle. Ich lege das hier auch nochmal an die Seite. Achtung, Kawaii. Das darf ich erst öffnen, wenn ich einen Witz erzählt habe. Wir haben noch Kindchen, du brauchst Vitamine. Da ist mit Sicherheit Traubenzucker drin und ich mag Traubenzucker gerne. Und dann waren noch ein paar Lollis drin. Baby, es gibt Reis, was ich auf jeden Fall zum Schluss aufmachen muss, weil es selbstgemacht ist. Und das mach mich fertig, mache ich als vorletztes auf. Das heißt, ich muss mich entscheiden zwischen Kawaii. Ach nee, ich nehme erst die Vitamine. Dann brauche ich mich nicht so entscheiden. Und das kommt dann erst danach. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob ich den Witz nehme, den ich im Kopf habe. Ich finde ihn einfach zu cool. Hui. Erinnert mich an den Adventskalender. Wieder mal eine Pille. Diesmal aber eine Vitaminpille und nicht eine, was ist das? Ach, das ist ein Stift. Das ist ein Stift. Und den kann man so zusammenbauen. Und dann kann man den so raus und dann damit hier so schreiben. Okay, cool.
Ja, das ist lustig. Werde ich mal ausprobieren, mal zusammenbauen und ausprobieren. Und der ist frech und steckt die Zunge raus. Upsi. Ja, cool. Die Lollis habt ihr schon gesehen. Okay, ich erzähle jetzt diesen Witz, es ist mir jetzt egal. Also ich habe diesen Witz gehört von Habe Kerkeling. Und ich finde den einfach total klasse und ich hoffe, ich kriege ihn jetzt zusammen, weil sonst ist der ganze Witz hier hin. Also, unterhalten sich zwei Freundinnen, sagt die eine zur anderen, weißt du was, ich habe von meinem Mann heute Blumen geschenkt bekommen. Und dann sagt die andere, ja, ist doch schön. Und dann sagt sie, jetzt darf ich 2 Wochen wieder die Beine breit machen. Und dann fragt die andere, warum? Habt ihr zu Hause keine Vase? Ich liebe diesen Witz. Also natürlich, wenn Harpe Kerkeling den erzählt, ist der noch 5-mal besser. Ich bin leider nicht so gut im Witze erzählen, aber ich liebe diesen Witz. So, jetzt darf ich das auch machen, ne? Dann machen wir das mal. Persil. So, jetzt aber. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da stand aber nichts dran, was ich sonst noch. Ach, was nein. Alles gut. Ui, 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 ui. Ich sehe. Ui. Ich sehe Bling Bling. Ich sehe ein wunderschönes Band in einer mega tollen Farbe. Könnt ihr das sehen? Und so schön schimmernd. Christmas, das macht nichts. Für mich ist das nicht Christmas, weil diese Farbe geht das ganze Jahr. Ich hoffe, es kommt in der Kamera so rüber, wie ich das hier gerade sehe, weil das ist wirklich mega schön. Vielen Dank. Es ist von Docraft. Es sind 3 Meter drauf. Wie breit, weiß ich nicht. Keine Ahnung. 5 mm würde ich sagen. Und das ist mega schön, weil die Farbe ist richtig cool. Und das ist bestimmt selbstklebend. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es echt toll. Vielen, vielen Dank. Und wir haben ein paar super schöne Holzknöpfe in Schmetterlingsform mit ganz tollen Farben. Sind super, super schön. Vor allem dieser hier, der gefällt mir hier am besten. Und der wird dir auch am besten gefallen haben, weil der so regenbogenfarben ist. Nehme ich an. Ich weiß es nicht. Ich nehme das einfach mal so an. Aber auch der, ja, die sind eigentlich alle schön. Kann ich nicht sagen, der ist schön, der ist schön. Die sind wirklich alle schön. Ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Und ein paar Glöckchen in Rot und Weiß. Und die habe ich auch nicht in diesen Farben. Ja, und wie gesagt, Glocken, also erstens gehen für mich Glocken auch eigentlich das ganze Jahr. Und wenn nicht, dann kommen sie einfach in die Weihnachtskiste und nächstes Jahr werden sie wieder rausgeholt. Vielen Dank. Und ich sehe noch mehr Streudeko. Und zwar ganz viele verschiedene Blümchen. Und die sind auch wieder holographisch. Und du weißt, wie sehr ich das liebe. Ja, vielen, vielen Dank. Ganz viele verschiedene Größen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man die so ein bisschen auffädelt und dann so verschiedene Größen ineinander und aus mehreren dann eine Blume macht. Stelle ich mir gerade ganz süß vor. Mal gucken, wie ich das umsetze. Und wir haben noch mehr Streudeko und zwar lauter solche Herzen, Innen- und Außenleben. Ja, und die gehen natürlich immer, 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 immer und Gold geht auch immer. Oh je, und hier haben wir noch mehr, sind das Holzteile? Das sind Pappteile und die muss ich jetzt aber mal rausholen, weil das so viele verschiedene sind. Ich glaube, ich hole die nicht alle raus, weil ich glaube, die wiederholen sich auch und die gehen, glaube ich, nicht so leicht wieder rein. Ich zeige die noch mal so ein bisschen. Also, wie ihr seht, das sind halt so Pappteile. Die sind aber sehr dick und stabil. Haben wir eine Sicherheitsnadel, Herzen, Schmetterlinge. Ich hole das große hier jetzt mal aus. Ach, hier ist so eine Dose. Auch cool. Und hier sind noch 2 Knöpfchen. Die sind so aufgeklebt. Und das hier ist cool. Das kann ich für eine Karte nehmen.
für Leute, die auch gerne nähen. Da passt sowas total gut. Oder obwohl, das passt sogar zu einer Karte von meinem Mann, weil der natürlich auf der Arbeit auch ganz oft Sachen ausmessen muss. Upsi. Ja, und das sind so richtig Oldschool-Aufkleber, sondern so Pappteile, die man aufkleben kann. Und die finde ich auch mega cool für Mixed Media. Sind die richtig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ah, die hoppe ich hier rein hier. Und hier haben wir Stanzteile. Das hattest du mir schon gesagt, dass du mir ein paar Stanzteile mit reingelegt hast. Die sind auch richtig süß. Vielen Dank. Vor allem hier dieser kleine Pancake. Sehr, sehr süß. Vielen Dank. Kleines Geschenkchen, eine Schleife und eben hier so einen Kuchen. Sehr süß. Und hier sind die ganzen Teile, die ich mir bei dir reserviert habe. Diese hier alle, kleine Handstanzen und ja, na klar, ich vertrete Stampin' Up und ich liebe auch Stampin' Up und ich liebe auch die ganzen Stanzteile, die sie haben. Und sie haben ja auch viele Handstanzen, aber manchmal ja, sind halt solche Sachen auch super, super schön. Und auf die Noten habe ich mich besonders gefreut und auf die Libelle und ganz besonders auf dieses hier. Ich habe zwar ein ähnliches, aber eben nicht das gleiche und dann kann man eben schön Bordüren mit Herzchen ausstanzen und die liebe ich einfach. Ja, vielen Dank, meine Süße. Und dann haben wir hier noch, die sind noch zu, der eine zumindest, der andere nicht, von Mementos. Und die sind auch sehr gut, diese Stempelkissen. Davon habe ich auch schon ein paar wenige, aber nur solche metallicfarbenen, also Gold, Silber, Bronze, Kupfer. Und diese Farben habe ich noch nicht. Und die werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und ich mag auch die Farben gern. Die kommen hier gleich zu meinen Stempeln. So. Das haben wir. Und jetzt kommen wir zu Kawaii. Und da bin ich schon gespannt. Und da stand drauf, ich soll es nach Möglichkeit einzeln draus ziehen. Das werde ich gleich probieren. Ich werde nicht reinlupen, sondern ich werde versuchen, mal zu gucken, dass ich nur eins erwische. Yay! Totoro! Da ist mein Totoro. Aha, und der kommt aus so einer Box. Sticky Note in a Box. Das ist cool. Ja, die Chinesen lassen sich auch immer coole Sachen einfallen, ne? Also kann man sich so eine Box zusammenbasteln und da guckt dann der Totoro raus. Das werde ich machen und der kommt hier definitiv auch auf meinen Tisch. Ob ich den jemals aufbrauchen werde, weiß ich nicht, weil das ist wieder so I love it Teil, ne? Und als nächstes haben wir, ich mache das erst so, und noch mehr Totoro. Und zwar wieder Sticky Notes, so ein Heftchen, was man sich so zusammenklappen kann. Und ja, du weißt, wie sehr ich die liebe. Und ich liebe einfach Totoro. Vielen, vielen Dank. Ich sehe hier schon, deswegen hole ich es jetzt auch mal raus, bevor ich die anderen Sachen raushole, weil ich es schon gesehen habe. Und das ist cool, weil du weißt ja, ich habe die großen Taschen und aber nicht so eine kleine. Und das ist richtig cool und das wird mich vielleicht auch wohin begleiten. Ja, sehr schön. Ja, die riechen halt immer ein bisschen, das ist halt so. Aber die sind richtig cool. Vielen Dank. So, und ich sehe, da kommen noch mehr. Haha. Und hier ist der nächste. Auch wieder von Totoro. Die sind auch schön leicht. Das ist super. Vielen Dank, meine Liebe. Ich glaube, du hast mir deine kompletten Totoro-Säckchen gegeben. Kann das sein? Noch einer. Und auch wieder richtig cool. Und dann zeige ich euch auch gleich den nächsten. Das ist der hier. Damit habe ich schon gerechnet, dass das der jetzt sein wird. Weil ich glaube, es gibt auch nur diese drei Motive. Und wie gesagt, ich hatte mir die mal bestellt und habe gedacht, dass die in dieser Größe ankommen. Und dann kamen die aber doppelt so groß an. Da war ich nicht traurig drüber, weil dann kriegt man eben mehr rein. Aber so kleine sind halt manchmal eben doch praktischer, wenn man mal schnell so ein paar Kleinkramsachen einpacken möchte. Sehr cool. Vielen, vielen Dank.
ich versuche das nächste wieder einzeln rauszubekommen. Ha, sehr cool. Ich habe diese Tutoro-Aufkleber, aber nicht diese Farbe. Also es gibt ja immer unterschiedliche Farben und da sind dann andere Sticker drin. Und diese habe ich noch nicht. Ich habe so ein Blau und so ein Creme, glaube ich. Und die grünen habe ich auf jeden Fall noch nicht. Voll cool. Vielen, vielen Dank. Und das sind die Stickies, die da drin sind. Und zwei Teile sind hier noch. Hier haben wir, ich weiß nicht, wo die her sind, aber dieses Häschen ist auch total süß. Und hier haben wir noch ein Schaukelpferdchen dazu und ein kleines Küken. Auch wieder Sticky Notes. Und das war's jetzt, genau. Und hier haben wir noch einen Stift mit Relakuma und der ist auch voll cool. Ah, das ist ein Bleistift, den man so rausdrückt. Ich drücke da jetzt nicht nochmal drauf, weil dann kommt die Spitze weiter raus und dann bricht sie mir ab. Richtig cool. Muss ich mal gucken, ob man den auffüllen kann. Und hier oben ist dann auch nochmal der Relakuma-Bär drauf. Sehr, sehr süß. Ja, und das weißt du ja, wo das hinkommt. Wieder hier in mein kleines Päckchen. So, ihr Lieben. Noch zwei Päckchen und dann haben wir es. Also zuerst mache ich das auf, weil sie ja geschrieben hat, ich möchte das bitte zum Schluss öffnen. Also mache ich erstmal das Album auf und ich bin gespannt, was für Farbkombis sie benutzt hat. Und sie hat das Seidenpapier mal benutzt, was ich immer vergesse. Aber es ist auch ein bisschen irgendwie zu schade, um so auseinander. Man kriegt es auch nicht heile auseinander. Ne? Oh, ich sehe schon. Cool, sehr cool. Sehr, sehr cool. Schöne Farben. Und ich klebe hier noch mal ein bisschen um. So. Und dann geht es hier so los. Hier oben hat man dann eine Ticktasche. Und die nächste Seite. Und ja, hier oben, das mache ich jetzt nicht jedes Mal, da ist immer ein Tag drin. Und sie hat die halt ein bisschen anders geklebt. Ich klebe die immer so, dass die Tags hier sind. Und sie hat sie jetzt so geklebt, dass man die Tags oben und unten rausziehen kann. Also, dass man die eigentlich, dass man so von oben nach unten zieht und eben auf beiden Seiten die Möglichkeit hat, die rauszuziehen. Und hier ist wieder das Papier, was sie mir mitgegeben hat an Rest, was ich so toll fand. Und ich glaube, das können sogar fast die Papiere sein, die du hier benutzt hast, zum Teil zumindest. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Wie gesagt, da ist auch ein Tag drin. Auch wenn ihr den nicht gesehen habt, ich habe ihn gefühlt. Das Papier fühlt sich auch sehr schön an. Ja, genau. Ich würde sagen, da hast du auch fast dieses Papier hier verwendet, was ich da verwende. Na? Komm, stell dich nicht so an. Geh rein. Und hier ist dann die Rückseite des Covers. Ja, und das soll ich jetzt fertig machen. Ja, und das werde ich natürlich auch. Da werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen und werde da was Schönes reinkleben. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wann wir unsere Sachen fertiggestellt haben. Und dann wird jede von uns ein Video machen und wird zeigen, ja, wie sie vielleicht vorangekommen ist oder was eben das Endresultat ist. Da werde ich mit ihr nochmal drüber sprechen, weil sie hat von mir ein komplettes Buch bekommen, so ein DIN A5 Buch, wo wirklich richtig viel reinpasst. Und ich glaube, das wird nicht so einfach für sie, das zu füllen und das fertig zu machen, wie das bei mir jetzt hier der Fall ist. Ne? Weil sie ja wesentlich mehr Seiten hat, die sie da füllen muss. Deswegen würde ich sagen, dass sie vielleicht nur einen Teil fertig gestaltet, aber das bespreche ich dann mit dir auf jeden Fall nochmal, Mausi, wie wir das machen. Weil, ja, da hast du ja wirklich eine mega Aufgabe bekommen, bis man so ein Buch gefüllt hat. Das dauert ja ewig. Ja, vielen Dank für das Album, gefällt mir sehr gut. Und ich werde auf jeden Fall dann gucken, was ich daraus machen werde. So, ihr Lieben. Und wir kommen zum letzten Päckchen und das ist selbst gemacht von ihr. Es gibt Reis, das glaube ich nicht. Bisher stimmte das nie. Und jetzt mache ich mir das einmal auf und ich fange hier mit dem kleinen Tütchen an.
Oh, und das hast du wahrscheinlich, ist das mit Schrumpffolie gemacht? Also ich habe noch nie mit Schrumpffolie etwas gemacht. Für mich fühlt sich das fast an wie was mit Schrumpffolie gemacht und dann irgendwie in Resin noch eingegossen. Aber wo kriegt man denn bitte so dünne Resin-Teile her? Also das musst du mir mal auf jeden Fall erklären, wie du das gemacht hast, Hupsi, oder du machst mal ein Tutorial dazu. Das interessiert mich auf jeden Fall, wie du die gemacht hast. Oder ist das einfach nur Plexiglas? Die Dinger draufgeklebt? Könnte draufgeklebt sein, ich weiß es nicht genau. Die Dinger nur draufgeklebt oder mit Schrumpffolie draufgeföhnt oder so? Also das interessiert mich. Bitte sag mir, wie du das gemacht hast oder mach ein Tutorial dazu. Das möchte ich echt gerne wissen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Plexiglas ist. Bisschen angeraut anscheinend, ein Loch reingebohrt und dann was draufgeklebt. So sieht das für mich aus. Und die, wenn das dicker wäre, würde ich sagen, dass sie das aus, dass das gar keine Sticker sind, sondern dass sie die aus, ach, kennt ihr diese Fenstermaldinger, die man früher hatte? Aber dafür ist es eigentlich zu dünn. Also, sag definitiv, wie du das gemacht hast, oder mach bitte ein Tutorial dazu. So, ziehe ich erstmal das hier raus. Was? Warte. Okay. Ich hatte sie gebeten, mir etwas selbst zu machen. Und ich lese mir die Post dazu gerade mal selber durch. Ja, die Botschaft lese ich euch nicht vor. Ich sage dir aber so viel. Du hörst es vielleicht an meiner Stimme. Bewegt mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich habe dich echt lieb gewonnen in der Zeit, wo wir uns jetzt kennen und. Einmal durchatmen. Ja, wir telefonieren oder wir schreiben. Ich kann das jetzt hier nicht so. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich zeige euch mal. Und zwar hat sie mir hier ihren Fingerabdruck hineingemacht mit einem Engelsflügel. Und da steht drauf, es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Ja, und dieser Spruch ist mega, mega süß. Und dann hat sie mir hier noch so einen kleinen Anhänger dran gemacht und hat mir das hier sie hat das in Nagel UV-Resin gemacht. Ich weiß nicht, warum sie jetzt nicht ihr Brødermann-Harz dafür genommen hat. Vielleicht, weil Brødermann-Harz doch ein bisschen zu schwer ist. Und ich hatte sie darum gebeten, mir was ganz Leichtes zu machen. Genau, wenn ich jetzt eins von meinen Resin-Teilen mal zum Vergleich nehme, leichter. Und deswegen hat sie das wahrscheinlich gemacht. Und das ist mega, mega schön und das werde ich in Ehren halten. Und ich danke dir ganz, ganz dolle dafür. Das war ein Küsschen, falls man das nicht gehört hat, beziehungsweise mehrere. So, jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen durchatmen. Entschuldigt, wenn es gerade ein bisschen laut war. Oh, das ist auch cool. Hier hat sie mir einen Bilderrahmen aus Resin gegossen. Und zwar in Farben, die ich total liebe. So ein Petrol und ein cooles Blau. Und ja, wie gesagt, das ist ein Bilderrahmen und da werde ich auf jeden Fall was Cooles draus basteln. Vielen Dank. So, und es geht weiter. Wieder etwas drauf geschrieben. Ja, es tut mir leid, dass. Lese ich natürlich immer erstmal selber. Okay, hier steht vielleicht etwas für dich und deinen Mann oder Freundin etc. Kann auch andere Farben anfertigen. Ja, voll cool. Und das sind dann zwei solche Puzzleteile und sowas habe ich schon mal gesehen. Die passen nämlich ineinander. Also die kann man dann, könnte man so ineinander stecken. Und eben auch so ineinander. Ja, und das finde ich richtig cool. Und die hat sie noch so kleine Engelchen dran gemacht. Und das sind wieder solche schönen Perlen, wie sie mir auch eingepackt hat drin. Und auch hier wieder so einen schönen Engel. Ja, und dass ich den hier behalte, ist ja wohl klar, ne? Weil es sind ja auch meine Farben. Und du wirst lachen, aber mein Mann mag total gerne blau.
Da hast du genau ins Schwarze getroffen, also die Farben perfekt getroffen. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank, meine Süße. Packe ich aber erstmal wieder zurück und die zeige ich nachher meinem Mann. Und ja, vielleicht sagt er dir dann am Telefon Danke oder ich richte es einfach nur aus. So, und was haben wir hier? Wieder beschriftet und wieder ein selbstgemachtes Resin-Teil. Und ich gucke gleich mal rein. So, also sie schreibt, dass es ein bisschen dick und schwer geworden ist. Finde ich aber, ja, es ist, na klar, hat es ein bisschen Gewicht, aber es ist schon alles in Ordnung. Das ist wieder derselbe Spruch. Und hier ist aber ihr leider, hat sie gesagt, hat die Stempelfarbe, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und da ist es leider ein bisschen verblasst. Ich finde es aber trotzdem total schön. Und hier hat sie mir einen Engel mit eingegossen. Ist auch sehr, sehr schön. Aber das hier ist schöner. Aber wahrscheinlich auch, weil das ein anderes Gefühl noch ausgelöst hat als das jetzt, ehrlich gesagt. Gefällt mir sehr gut. Ist eine gute Idee, mir da Magneten draus zu machen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schön geworden und Herzform ist natürlich auch immer mega. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Und dann haben wir hier noch ein, lass mich raten, ein Wennbuch drin. Ja, cool. Witzig, weil ich ihr ja auch eins geschickt habe. Und dann gucken wir mal, was in ihrem Wennbuch alles so drin ist. Es ist doch kein Wennbuch. Es sind lauter Sticky Notes und es sind Klebebänder von Totoro. Richtig cool. Und die habe ich natürlich alle noch nicht, weil ich habe ja auch fast nichts von Totoro. Sehr, sehr cool. Und hier haben wir solche Aufkleber von diesen Püppis. Ich weiß nicht, ob da jetzt immer, ich denke, da sind immer dieselben drin. Guck mal ganz kurz nach. Ja, ich weiß, ihr Lieben, das Video zieht sich heute ein bisschen, aber ehrlich gesagt, das Video ist ja immer hauptsächlich für die Person, die das Päckchen geschickt hat und die soll das Video auch genießen und dann darf das auch ein bisschen länger dauern. So, und hier sind doch ganz viele verschiedene Püppis drin und auch dieser süße Hund. Und anscheinend sind hier mal so alle Motive, die es davon einfach mal gibt. Ja, richtig cool. Na. Ja, und da kann man natürlich wieder mega viele Sachen draus machen. Auch dafür vielen, vielen Dank. Ich gucke die jetzt nicht mehr alle durch, oder? Ja, kommt. Ja, ich glaube, die wiederholen sich jetzt auch einfach alle. Ich gucke da gleich noch mal kurz durch, ob das andere sind. Oder ob die sich auch wiederholen. Immer so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Nee, das sind andere. Und die sind so ein bisschen mehr hier auf Frühling gemacht. Friends Forever. Und hier mit Musik. Und ja, sind doch ein paar, die sich auch von dem anderen wiederholen. Ein paar so Hintergrundgeschichten, ein paar mit Sprüchen. Ach, hier mit einer Kamera, das ist auch cool. Das ist wieder cool für eine Freundin. Ja, und die hat ja auch eine Kamera, das ist ja super. Dann mache ich die beiden gleich mal zusammen und das passt farblich dazu. So. Okay, ja, habe ich schon eine Idee für. So schnell geht das manchmal. Zack. So. Ja, auch vielen Dank für diese Teile. Total süß. Ich stecke das erstmal alles wieder hier rein und auch das Bändchen. Habt ihr das gesehen? Das ist eine ganz tolle Farbe. Glänzt auch schön. Sehr, sehr schön. Ich gehe jetzt nochmal nach vorne, weil ich dachte ja erst, es wäre ein Wennbuch. Und hier haben wir nämlich mal abgemacht. Lauter solche kleinen Anhängerteile. Und total süß mit aus Öhrchenpapier. Und die hat sie garantiert mit der Hand, also hat sie selber ausgestanzt. Oder ausgeschnitten sogar, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass die gekauft sind. Und hier nochmal ein paar.
Und hier noch so ein Layer. Ja, sehr, sehr süß. Den lasse ich aber jetzt mal da draußen liegen. Dann geht es hier weiter. Hier hat sie mir noch so eine kleine Tasche dran gebaut, die man hier noch so aufmachen kann. Ja, sehr, sehr schön. Und hier sind Tüten drin, das ist cool. Und zwar verschiedene, nicht nur eine Sorte. Die mache ich einmal mit dem Cutter auf. Zack. Und zwar, hier sind drin Eulen, hier sind drin Teddybären und Herzchen und Schweinchen. Und ich glaube, sie hat von jeder Tüte, wo sie was von hat, hat sie mir so ein paar abgepackt. Häschen und Best Gift for You mit einem Teddy und Hello Kitty. Und ich glaube, es sind immer zwei Stück von einem. My Name is Happy, ja, sehr cool. Und das ist echt cool, weil ich habe nämlich vor kurzem bei AliExpress geguckt nach verschiedenen Tüten, weil ich mir noch ein paar mehr zulegen wollte. Ja, kann ich mir jetzt erstmal sparen. Und ganz, ganz viele von denen, die du mir hier jetzt mitgeschickt hast, sind auf meiner Beobachtungsliste. Sehr witzig. So, hier noch so ein paar Monsterchen in verschiedenen Farben. Und hier auch so eine kleine Fledermaus, auch mit My Name is Happy. Total süß. Und hier sind wir wieder am Anfang. Ja, mega, mega süß. Richtig cool, vielen Dank. Und hier hinten ist auch nochmal zwei mit solcher Giraffe. Ja, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und hier haben wir noch so ein Bottenbändchen, was ich meistens allerdings fürs Nähen benutze und nicht für Mixed Media oder so. Und das scheint hier auch noch aus Gummi zu sein. Also es gibt auch noch nach. Das ist auch sehr cool. Dann kann man es für mehr Stoffarten verwenden. Sehr cool, vielen Dank. Und hier auf der anderen Seite haben wir wieder Sticker. Oh, jetzt habe ich das Heftchen kaputt gemacht. Da klebe ich was drüber. So, und hier haben wir Sticker mit Hasen. Ja, sehr süß. Und mit Hasen triffst du bei mir natürlich mehr in Schwarze als Katzen, weil ich mag Katzen zwar und ich habe selber auch schon Katzen gehabt, öfter in meinem Leben. Aber Katzen als Sticker finde ich jetzt irgendwie nicht so. Aber Häschen sind irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ja, total süß, vielen Dank. Und der hier ist total witzig mit dem Schleifchen. Ich glaube, das würde meinen Hasis nicht so gefallen, aber lustig aussehen würde schon. Ja, vielen, vielen Dank für dieses süße Heftchen. Das hast du auch ganz süß gebastelt. Mit den ganzen Sternchen drauf. Und auch das Papier ist sehr schön. Hier hinten haben wir noch ein Einhorn. Und ja, wie gesagt, das tut mir leid, da klebe ich einen Aufkleber drüber. Keine Sorge. Das kriegen wir wieder hin. Und auch hier habe ich jetzt nochmal so ein Bändchen, was ich entweder wieder drum wickeln kann oder zum Nähen noch verwenden kann. Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben alles ausgepackt und es waren wirklich mega, mega schöne Sachen drin. Ja, das Beste ist natürlich das hier, ganz klar. Das Einzige, was ich machen werde, da bist du mir hoffentlich nicht böse, ich werde den hier austauschen, weil der ist ganz schön schwer. Da werde ich mir einen leichteren dran machen, aber das macht dir bestimmt nichts aus. Ja, ich sag vielen, vielen, vielen Dank, meine Süße. Wir schreiben, telefonieren, was auch immer, die Tage und quatschen ein bisschen. Ja, und ihr merkt schon, ich bin echt ein bisschen emotional gerade, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen aufgewühlt. Und deswegen beende ich jetzt auch das Video hier und wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag. Und nochmal vielen Dank, Mausi, für die vielen tollen Sachen. Und dann sage ich Tschüss, bis bald.